Es ist ja schon komisch, ne? Es ist schon komisch geworden, in so einen leeren Saal reinzuspielen. Ich gehe davon aus, sie sitzen jetzt einfach bei sich gemütlich daheim auf der Couch, haben richtig schön Dolce Vita, während ich in diesen leeren Saal reinspiele. Als wäre das normal, nicht? Als wäre das normal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wo, wann und wie Sie mich gerade rezipieren. Mein Name ist Marius Loy und ich habe die außergewöhnliche, wenn nicht gar zweifelhafte Freude, an dieser Stelle für Sie einen kleinen künstlerischen Beitrag zu leisten. Ich kann ja sonst auch nichts. Ne? Die Wahrheit ist ja, im letzten Jahr habe ich als selbstständiger, freischaffender Künstler sehr viel gelangweilt. Und das hat unter anderem dazu geführt, lassen Sie mich einfach mal, ich möchte Sie einfach in den nächsten paar Minuten auch so ein bisschen in mein vergangenes Jahr mitnehmen, nicht wahr? Weil im Großen und Ganzen hatten wir ja alle auch ähnliche Probleme. Auf einmal Freizeit, mit der wir nicht wussten, was wir anfangen sollen, zum Beispiel. Jetzt ist es zum Beispiel so, wenn ich dann Freunde gefragt habe, dann kamen die auch irgendwann und sagten sowas wie, ja Marius, das ist jetzt richtig viel Zeit, ne? Dann schreibst du gerade auch richtig viel neuen Shit, oder? Und die Wahrheit ist so mitti. Ja? Also das Ding ist, ich habe im letzten Jahr angefangen, spazieren zu gehen. Das gilt ja neuerdings als Hobby. Spazieren gehen, laufen von A nach B gilt als Hobby. Habe ich ein bisschen angefangen, habe ich mal probiert, so mittelmäßige Erfahrungen gemacht und versucht, das in einem Text zu verarbeiten, das vielleicht als kleinen Opener in diese kleine Viertelstunde, die wir jetzt hier gemeinsam verbringen, haben einen kleinen Text geschrieben übers Spazieren gehen. Ja? Ein kleines Poem, wenn Sie so wollen, trägt den Titel Am Fluss. Ja? Gucken Sie mal, ob es Ihnen gefällt. Beginnt so. Unter dem trägen Gewässer bewegt sich ein Teppich von grünen Geflechten, wie 100 Zungen. Im gähnenden Maul einer ewig fortfließenden Trägheit zwei Fischlein, die gerne ihren silbernen Bauch in der Sonne gewärmt haben möchten, treiben stromab und stoßen die Köpfchen am Floß, das gebunden am Steg bleibt. Und ein Reiher fliegt über die Wiesen. Da habe ich ihn scheißen gesehen. Braucht nicht viel, um mir zu vermiesen, am Neckar spazieren zu gehen. Ja, vielen Dank, das ist die Gesamtheit meines künstlerischen Schaffens aus den ersten zwei Quartalen 2020. Ja, mehr ist da nicht passiert. Also künstlerisch nicht und inhaltlich auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das war mir auch unangenehm. Das war auch mir persönlich unangenehm, mich damit jetzt auch hier auf die Bühne zu stellen, vor Kameras, ob Sie es glauben oder nicht. Ich werde sogar bezahlt hierfür, nicht? Das finden Sie wahrscheinlich genauso merkwürdig wie ich manchmal. Aber nachdem ich jetzt diese Bühne bekommen habe, habe ich gedacht, ich nutze sie durchaus auch, um nicht nur über das zu sprechen, was mich im letzten Jahr beschäftigt hat. Denn wie Sie merken, das war nicht besonders viel. Es gibt auch Themen, die liegen mir tatsächlich nachhaltig am Herzen. Und das sind Themen, die sind mir auch als Künstler nah. Das sind Themen wie Ästhetik, ja, Ästhetik oder Schönheit der Sache zum Beispiel. Und das ist durchaus ein Thema, über das ich jetzt gerne noch mit Ihnen konversieren würde, sozusagen. So in eine Richtung. So eine eindimensionale Konversation. Sie hören, ich rede. Ja, das ist so ein bisschen die Idee jetzt. Und über Schönheit und Ästhetik der Sache spreche ich doch einfach durchaus gern, weil Schönheit und Ästhetik. Ja, Schönheit und Ästhetik der Sache, das kennt als Wert ja der Mensch ganz allein. Nachdem er Jahrtausende schon damit verbrachte, besser als andere Tiere zu sein. Sieh mal, ich meine, jedes Ding, ja, das wir so genießen, hat doch jetzt reell wenig Wert für dein Leben. Aber das Leben lehrt, Lebenswert schaffen die Dinge, die wir zum Kulturgut erheben, so wie aus Orchestern ersteigende Töne oder feine Momente von Klangharmonie. Also ein Widerhall hehrer Gesänge verwoben in drei Klänge und Melodie oder die Leinwand mit der Vielfalt der Farben, so verworren, real oder abstoßend schön oder der Saal, der wie Bücher riecht, die edel ordentlich in den Regalwänden stehen. Also ein Geschmack und ein Geruch und ein Rausch und Genuss. Und wir wissen, warum wir das brauchen. Und wer das jetzt versteht, der steht mir jetzt bei. Ich sag auch, das ist Kulturgut. Das Rauchen. Ja, das ist normalerweise der Teil im Text, wo die Leute im Saal empört nach Luft schnappen. Nicht? Also zumindest die Nichtraucher.
Bei den Rauchern ist es eher so ein nach Luft keuchen. Das ist auch in der Regel, das ist ja durchaus in meinem Sinne. Ne? Deswegen ist, ich merke da immer, dass ich da auf Widerstände stoße, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Ich habe da ein kontroverses Thema, aber ich möchte eigentlich alle an Bord holen. So, das ist die Idee, dass sie sich einfach so ein bisschen reinversetzen. Ja, fühlen Sie sich einfach mal rein. Stellen Sie sich vor, stell dir einfach mal vor, die laue Luft eines Donnerstagnachmittags im Frühling, ja, streift in einem sanften Zug deine Wange. Ein Spatz kackt vom Nachbardach und du sitzt auf dem Balkon, in der einen Hand eine Tasse starken Kaffees, die nach Wärme zu Hause riecht und die brennende Zigarette schmeckt rau und nach Ruhe und nach bedächtiger Freiheit. Stell dir vor, das belanglose Gewäsch eines Arschlochs auf der Arbeit pulsiert dich mit strahlendem Kopfschmerz grünen durch dein Ohr hinter deinen Stirn, aber du wendest dich ab, du verlässt den Raum, du verlässt das Gebäude, du ziehst scharf frische Luft durch die Nase, in der einen Hand die brennende Zigarette, in der anderen seinen Asthma-Inhalator, den beim Verlassen des Raumes in der Hosentasche hast verschwinden lassen und die brennende Zigarette schmeckt rau und nach Ruhe. Und nach deiner Entscheidung und in diesem Club, in den du abends gehst, da steht draußen vor den Toren so eine Gestalt und lehnt sich lässig an die Wand, hat den Jackenkragen hochgeschlagen. Du hast das Feuerzeug verloren, doch in den Fingern ihrer rechten Hand, da wippt eine Kippe. So feine Glutfiguren in die laue Nacht. Asche regnet kleine Flocken auf Asphalt. Blaue Wölkchen schmeicheln schmalen Fingern und im Neonlichter flimmern fließt ein Nebel aus ihr, wenn sie lacht. Ich meine nur 5 Minuten. 5 Minuten, um zu wissen, wer das ist, zu fragen, wie sie heißt, nur 5 Minuten in ihrem Leben und dann wird ausgedrückt. So eine kleine Unverbindlichkeit, das kleinste Maß Zufriedenheit und das Feuerzeug hast du nie wieder rausgerückt. Ich meine, wann haben wir vergessen, dass die Freude am Genuss immer die Freude ist an dem, was auch vergeht? Wann haben wir verdrängt, dass, wenn man es mal komplett bedenkt, man nur am Leben ist, solange man noch was dreht. Ja? Ich habe manchmal das Gefühl, es braucht doch konkretere Bilder, weil ich sehe sie jetzt nicht, aber ich gehe einfach davon aus, dass ich einige von ihnen an dieser Stelle vielleicht auch schon so ein bisschen verloren habe. Schlicht und ergreifend wegen, keine Ahnung, mag dann auch an mir liegen, ja, an der Art des Vortrags oder so. Vielleicht braucht es auch einfach ein plastischeres Bild. Ich probiere das einfach mal. Stellen Sie sich vor, also erinnern Sie sich mal zurück an die Zeiten, als es solche Situationen noch gab. Ich hatte das so ungefähr 2 Jahren, stand ich in einem dieser zahllosen, schweißtreibenden Sommertage in der Schlange der Eisdiele meines Vertrauens. Ja, mit Vorfreude auf Stracciatella im Herzen und Zigarette in der Hand, vor mir noch so 3, 4 andere Menschen. Darunter eine junge Frau und ich hatte den untrüglichen Eindruck, dass diese junge Frau gerade so einen richtig beschissenen Tag hat. Ja? Das kommt in ihrem Gesicht auch sehen, so die Augenbrauen zusammengezogen, kein Zeichen guter Laune. Und ich habe es nicht verstanden. Es war Sommer, sie steht für Eis an, wo liegt ihr beschissenes Problem? Ja? Und dann habe ich es erkannt. Über ihre Brust geschnallt trug diese junge Frau ein Baby, ja, einer dieser sehr kleinen Stimmungskiller, ja, mit einer kleinen Hängematte an sie dran gebündelt und ich dachte, ah, okay, alles klar, ja, nicht, also in dieser Geschichte ist ja nicht das Kind das Problem, ich bin das Problem, weil sie hat dieses Kind dabei und ich stehe daneben und rauche und ich wollte jetzt keinem den Sommer versauen, habe ich die Kippe fallen gelassen und ausgetreten und genau in dem Moment dreht sie sich um, blickt mich direkt an und spielt dieses lächerliche Nichtraucherhusten. Ich habe ihr dann sehr tief in die Augen geschaut und mir eine neue Zigarette angesteckt. Ja, unter freiem Himmel. Ja, ich habe mich ja jetzt nicht, also es war jetzt auch nicht Persönliches, aber ich stehe ja neben ihr und ich habe mich jetzt neben sie gestellt und diesem unfertigen Halbling den Daumen in die Fontanelle gedrückt und in den Kinderkopf geascht, ja. Alles, was ich meine, ist, Verbrechen sehen anders aus. Und immer wieder fragen dann die Leute, sag mal, so keine Angst vor deinem frühen Tod. Und ich frage mich immer, was das wohl bedeutet. Eine Garantie war nie ein Teil des Angebots, weil ob Askese oder Beten, es gibt viele edle Wege. Und du willst ändern, was du eh nie wissen kannst. Ein Menschenleben war stets endlich und darum finde ich es auch verständlich. Alle kennen Altern, Abbau, Angst, dass dein Körper dir ein Tempel ist. Ja, das hattest du erwähnt. Und nein, mein Freund, das musst du nicht beweisen. Auch mein Körper ist ein Tempel, nur besteht der Unterschied, ich habe beschlossen, diesen Tempel einzureißen, denn ja, ich bin, was ich habe. Was ich denke, was ich rede, was ich sage, wie ich lebe, bin ich auch. Was ich schreibe, was ich tue, nimm jedes Ideal dazu und wie mein Körper ist am Ende, alles Rauch. Ja,
Und was ist das jetzt bitte für ein lasches Ende, ne? Und wie war das mit diesem Kinderkopf gemeint? Kommt, da geht's nicht noch um Twist. Wo bleibt die Wende? Ich sag, ein guter Text lebt niemals von Moral allein. Und dennoch biete ich allen gerne an, mir Feedback mitzuteilen und sich mit mir nach der Show noch auszutauschen. Und wenn ihr mich da nicht findet, hier ein richtig heißer Tipp, dann bin ich draußen und wahrscheinlich gerade rauchen. Ja. Ja, vielen Dank. Das ist normalerweise die Stelle, an der manchmal sowas wie Applaus aufbrandet, ob der dann, na, also wie, in welcher Intensität, aber glauben Sie es mir oder nicht, es passiert in meinem Kopf, es passiert gerade einfach in meinem Kopf, ich höre sie förmlich auf ihren Couches daheim. Und wenn nicht, na, dann ist auch nicht schlimm, dann passiert das halt in meinem Kopf, dann ist es auch jetzt mehr so ein Moment für mich, ja, das ist auch vollkommen in Ordnung. Um dieses kleine Set jetzt aber auch tatsächlich noch abzuschließen, abzurunden, vielleicht einen versöhnlicheren Abschluss zu finden, habe ich die außergewöhnliche Freude, ich will nicht sagen Ehre, doch ich will sagen Ehre, Freude, das große Vergnügen, einen von mir sehr geschätzten Freund und Kollegen zu mir auf die Bühne zu holen, den wunderbaren Nixals Flausen, ein guter Freund, ein ehemaliger Mitbewohner aus Esslingen am Neckar, nicht? Unser quasi zur Baden-Schwaben-WG zusammengefunden und möchten für diese Gelegenheit jetzt noch ein abschließendes Stück Lesebühne entstanden ist für die Mängelexemplare, die wir in Esslingen hatten über eine Zeit lang, zusammen mit unter anderem einem tollen Kollegen Nikita Gorbunov. An den gehen auch für den Text einige Credits, ja, das muss man an der Stelle auch ganz fairerweise dazu sagen. Mit der Geigenspur hat er nichts zu tun, ja? beherrscht er nicht. Irgendwas muss ich ja auch können, ich bin der Geiger von Hause aus sozusagen, wenn man so möchte. Ja, nichtsdestotrotz, also ein sehr schöner Song, der mir auch ganz persönlich nahe geht und deswegen dachte ich, ein schöner Abschluss für dieses kleine Set. Nick, wie siehst du das? Fraglos. Und das Konzept der Mängelexemplare als Lesebühne war, dass wir uns einfach dem gestellt haben, dass man Sachen ausprobieren muss, die man vielleicht noch nicht so perfekt beherrscht. Und das habe ich zum Anlass genommen und gedacht, jetzt spiele ich halt auch mal Gitarre auf der Bühne und singe. Nehmt es einfach als Inspiration, auch ihr könnt es schaffen. Wir beherrschen zusammen 1,2 Instrumente, davon entfallen 0,9 auf Marius Loy. Ich hoffe, ihr konzentriert euch ganz darauf und auf den wundervollen Text von Nikita Gorbunov. Viel Spaß bei diesem Abschluss für unser kleines Set. Schon gut, ich wäre gern effektiv, dann hätte ich mich auch nicht so oft selbst enttäuscht. Dann wäre ich einer von den Drohnenboys im Bienenvolk und ich hätte ein paar Blüten mehr bestäubt. Digga, komm, tanz dir nicht die Füße taub, grad so als hättest du Belang für diese Welt. Auf Fotos siehst auch du gar nicht so psycho aus und Motoröl schaut aus wie Karamell. Hey, vielleicht wenn wir nur voll die Guten sind, dann verschont uns die Geschichte, inshallah. Manchen geht's so schlecht, die wohnen in Kernen, doch heute kommt ihr mal richtig drauf klar. Texten stehen die Kommas nach Gefühl. Ich bin ein Mängelexemplar. In jedem Witz kommt die Pointe viel zu früh. Ich bin ein Mängelexemplar, ein Mängelexemplar. Werden, das hieß für mich, lachen zu lernen, wie man sich selbst von jeder Glücklichkeit kuriert. Und all der Shit, den du probierst, all die Listen, die du führst und von dir später bloß selbst mitleidet wirst. Und nichts macht kälter, als zu lernen, wie man fühlt. Nichts macht dümmer als Vernunft. Mein Tag hielt mich heute ins Laken eingehüllt, rief meinen Namen und ist mir ins Gesicht gesprungen.
trotzdem stehen wir heute hier nur für euch. Wir haben das einfach so gemacht. Komm, wir halten uns Papier auf alle Dellen, nehmen uns Stift und Pausen ab. Falscher Abstand, falsche Größe, falsche Type. Ich bin ein Mängelexemplar. Das Cover abgerieben und der Name falsch geschrieben. Ich bin ein Mängelexemplar, ein Mängelexemplar, ein Mängelexemplar, ein Mängelexemplar, ein Mängelexemplar.